So, wir machen mal weiter mit diesen Übungen und Anwendungen zu quadratischen Gleichungen. Wir hatten eben nochmal wiederholt und haben gesagt, sehr schön, in unserer PQ-Formel steckt ein kleines Geheimnis, nämlich minus p halbe sagt mir schon den x-Wert der Nullstelle. Ha, Nullstellen. Die sind rechts und links von diesem Wert. Aber was ist, und jetzt kommen wir zu einem anderen Fall, was ist, wenn ein Graph zum Beispiel so aussieht? Y, hier haben wir x, und der Graph, der läuft. Oh, hier oben irgendwie. Und ich kriege meinetwegen hier einen Scheitelpunkt x-Wert raus. X mache ich mal. Und der sei meinetwegen 5. Tja, rechts und links keine Nullstelle zu sehen. Was tun? Ich möchte jetzt also Folgendes wissen. Ich möchte den y-Wert, das heißt hier vom Scheitelpunkt. Hier ist ja der Scheitelpunkt. Ich möchte den y-Wert rauskriegen. Wie komme ich da ran? Hier nochmal. Die Funktion könnte heißen, ne, f von x ist x² minus 10x plus irgendwas hier oben, irgendwo kreuzte das dann. So, was tun? Ich kann hier an der Stelle kann ich ablesen, minus p halbe, das ist plus 5. Aber der ganze Graph ist so weit hoch verschoben, ich habe keine Nullstelle, ja, dann mache ich nichts weiter als einzusetzen. Also wenn dann hier meinetwegen nochmal plus 20 steht, meinetwegen, dann setze ich einfach letzten Endes die 5 hier ein und kriegt das dann raus. Jetzt kamen Schüler drauf, die haben ein bisschen aufgepasst, haben gesagt, na, geht denn das mit der 20? Deswegen hatte ich ja hier ein Fragezeichen, ne? Erinnert euch? Das geht auch nicht. Jetzt müssen wir mal fragen, ja, wie viel groß muss denn, sagen wir mal einfach frech, n dazu? N, wir wissen ja, das absolute Glied. Wie groß muss denn n sein? Mindestens. Ja, jetzt müssen wir mal ausrechnen, wenn wir hier eine 5 einsetzen, haben wir hier 25 minus 10x, das sind 50. 25 minus 50 sind minus 25. Damit sich wenigstens ganz knapp der Graph über die x-Achse erhebt, muss was sein? F von x kann ich sogar konkret schreiben. F von 5. Ne? Ich setze 5 ein. Jetzt, wie groß muss das sein? Wenigstens. Ein kleines bisschen größer als. Ja, genau. Plus n. Also daraus folgt, n muss echt größer, nicht gleich, sondern echt größer als 25 sein. Also ein kleines bisschen. Dann ist der Graph ein bisschen erhoben. Und dann kann ich auch was Vernünftiges einsetzen. Okay, schön. Nehmen wir folgende Aufgabe an, und zwar gegeben sein, x01 ist 5, x02 ist 11 und f von x gehorcht dieser Funktion, und zwar, ich habe es ganz bewusst hingeschrieben, plus 1 mal x² plus px plus q. Was bedeutet, warum habe ich diese plus 1 hier? Warum habe ich die extra davor geschrieben? Was soll uns das, worauf soll uns das hinweisen? Richtig, die Parabel ist nach oben geöffnet, das war mein stiller Hinweis. Nach oben geöffnet könnte aber heißen, so wie die blaue, die hat keine Nullstellen, aber man sieht, x01 und x02 sind Nullstellen und ich suche den Scheitelpunkt. Dann legt mal los. Richtig, ganz genau, da wir die Nullstellen haben, sind wir in einer beneidenswerten Lage. Wir sagen, komm, da bilden wir ganz schnell mal die Linearform. Multiplizieren die aus, dann steht hier, Achtung, das jetzt nicht, die plus 64 minus 64 ist was anderes, dann steht hier x² minus 16x plus 55, ne? Minus 5 mal minus 11. Und hier haben wir dann eingefügt, wir haben ja ein bisschen Platz gelassen, eingefügt die quadratische Ergänzung, den Beschiss wieder aufgehoben und haben dann minus 64, ich mach's mal so, und haben dann die übrigen minus 64, die jetzt nicht eingeklammert werden konnten, und die plus 55 zu minus 9 wieder zusammengefasst und können jetzt direkt ablesen unseren Scheitelpunkt. Und der Scheitelpunkt ist also, ja, wie ist der Scheitelpunkt? Genau, plus 8, ne? Plus 8 und minus 9, ganz genau. Mit anderen Worten, Scheitelpunkt ist gegeben, wir sind fertig. Das ist ein Weg. Mal sehen, ob noch jemand einen zweiten Weg hatte. Gut, und wenn wir jetzt das Ding auch malen, den Graphen auch malen wollen, dann teilen wir mal so ganz grob und frech, ohne hier auf Kästchen zu achten, ein. Minus 10, plus 10, reicht. Mehr müssen wir nicht ranschreiben. Haben hier unseren Scheitelpunkt, da ist er. 8 nach rechts, minus 9 nach unten. Und jetzt könnte man 1 nach rechts, 1 nach oben und so weiter. So könnte man weitergehen. Aber da wir hier uns an nichts gehalten haben, ist es schwer. Wir haben aber charakteristische Punkte, nämlich 5 und 11. Hier, die Nullstellen. Hier, da sind sie. Ja, bei 5 haben wir eine und bei 11 haben wir eine. Und jetzt müssen wir halt freie Hand ein bisschen nett unten die Kurve kriegen und oben auf jeden Fall durch. Und das auf der anderen Seite auch. Übrigens, schönen Gruß von dem Professor aus München.
Hat sich sehr gefreut. So, jetzt haben wir natürlich noch eine zweite Variante. Die ist so ähnlich. Und zwar, wir wissen ja noch, ich scroll nochmal hoch. Wir hatten ja gesagt, minus p halbe ist ja die Mitte zwischen den beiden Nullstellen. Da wir zwei Nullstellen haben, können wir uns freuen. Wir haben hier zwei Nullstellen und die Mitte rein rechnerisch heißt 5 plus 11 und dann den Durchschnitt. Ne? Ist 2, lande ich genau bei der 8. X-Scheitelpunkt ist 8 und Y-Scheitelpunkt, das setzen wir diese 8 in die Linearform ein und das ergibt sich dann wieder als minus 9 ist gleich Y-Scheitelpunkt. Damit haben wir den Scheitelpunkt wieder angegeben. Klar, auch eine schöne Form. Wie man es will. Wir haben beide Varianten betrachtet. Na klar, das geht auch sehr schnell. So, jetzt ist mal etwas Mikroskopischeres gegeben. Hier 0,09 und eieieiei. F von x ist x² minus 0,6 plus 0,09. Wir suchen den die Nullstellen und den Scheitelpunkt, damit wir das bis skizzieren können. Damit wir wissen, wo das läuft. Na denn, schießt mal los. Schön. Erster Ansatz. Wir klammern die ganze Geschichte wieder ein. Wir faktorisieren. Und stellen fest, Gegenprobe, jawohl, das ergibt das Gleiche. Das ist eine Scheitelpunktform ohne absolutes Glied. Ich schreibe mal hier hinter, hier steht eigentlich nichts weiter, plus 0. Mit anderen Worten, wir können den Scheitelpunkt hieraus ableiten, der ist plus 0,3 und 0. Wenn der Scheitelpunkt aber bei der Höhe 0 ist, bedeutet das mal ganz kurz gesagt, hier bei minus 0,3, ich mache das mal ganz mikroskopisch, hier sei minus 0,3 und der Scheitelpunkt liegt hier auf. Das Ding hat sowieso bloß eine Lösung. Jetzt die andere Variante, die Schlussfolgerung hier draus. Mittels PQ-Formel kann man ausrechnen, 0,3 ist die Lösung. 0,3, ich meine, hier kann man es auch ablesen. Ne? Wenn ich das mit Kanonen nach Spatzen schieße, hier die PQ-Formel anwende, weil das schnell geht, sage ich 0,3 ist die Lösung. Ich habe nur eine einzige Lösung. Wahrscheinlich stand unter der Wurzel plus 0, ne? Da ist nichts weiter, genau. Dann kann ich sagen, warte mal, wenn das die einzige Nullstelle ist, machen wir es nochmal. Ich habe hier x und y und ich habe eine Nullstelle bei 0,3. Aber ich glaube, wir müssten da, na mal sehen. Dann heißt das auch, dass die Kurve hier aufsetzt. Aber hier gibt es noch Bemerkungen. Hier melden sich schon welche ganz aufgeregt. Ich habe hier Mist gemacht, das war Quatsch. Nicht bei minus 0,3. Das ist eben der Hauptfehler. Man liest gerne mal falsch ab und macht es dann auch noch falscher, als es falsch ist. Bei plus 0,3, na klar, hier, bei, wenn hier 0,3 ist, sitzt hier der Graph auf. Und jetzt kommt es. Hier bei 0,3 haben wir die gleiche Lösung. 0,3. Dann muss der Graph, wenn es die einzige Nullstelle ist, mit dem Scheitelpunkt hier aufsetzen. Wunderbar, so kommt man da ran. Scheitelpunkt haben wir, Nullstellen haben wir automatisch, weil hier zufälligerweise der Scheitelpunkt und Nullstelle alles 1 ergibt. Was gibt es noch für eine Überlegung? Machen wir das jetzt. Jetzt haben wir hier so ein komisches Ding gegeben. Und wir suchen wieder x01 und 2 und Scheitelpunkt, um dann loszumalen. Gut, erster Ansatz. Ob ich hier sage x minus 4 in der ersten Klammer oder ich sage minus 4 plus x ist egal. Ich kann hier direkt die Nullstellen ablesen. Tja, wenn ich mir das mal hier so klar mache, hier, das seien mal die Nullstellen und ich male die mal hier ein. Jetzt weiß ich aber noch nicht, wird das Ding so rum aussehen oder wird es andersrum gehen? Und genau das müssen wir noch klären. Woran sieht man es? Ganz genau, wenn wir das haben, jetzt entscheiden wir noch schnell, ist das... Ist die Parabel nach oben geöffnet? Ja, dann hier habe ich ein positives und hier ein positives x. Das wird ein positives x Quadrat ergeben. Und aus den beiden Nullstellen, aus der Mitte von den beiden, kann man 4 plus 9 ist 13 durch 2, 6,5 die Scheitelpunktskoordinate schon mal halb ermitteln, indem man einen x-Scheitelpunkt hat. Setzt die dann oben in die originale Form ein. Nicht irgendwie umrechnen, einfach so direkt brutal einsetzen. Und dann kommen wir auf minus 6,25. Für f von 6,5, ne, von diesem Wert hier. Ja, und dann kann man weitermalen und sagen, okay, bei 6,25 hier ungefähr in der Mitte und hier ungefähr, hier sei mal der Scheitelpunkt und dann, hopp, haben wir unseren Graphen. Schön, prima. Wir nehmen uns mal folgende Punkte und zwar hier bei 11, 0 und beim 7, minus 8, da läuft ein Graph durch. So sieht das dann vielleicht aus.
Also bei 11, 0 und bei 7 minus 8 läuft ein Graph durch. Erstmal ganz kurz die Frage, wie sieht der Graph, wie sieht die Funktionsvorschrift für den aus hier? Also g von x, sagen wir mal dazu, muss wie sein? Was können wir auf jeden Fall mal schon bestimmen hier bei dem ganzen Ding? So, Aufgabe sieht wie folgt aus. Wir haben eine Funktion f von x, das ist x minus 5 mal in Klammern x minus 11. Die andere heißt so, 2x minus 22. Und wir suchen die Schnittpunkte der beiden Graphen. Ich habe es schon mal vorbereitet, das haben wir eben erarbeitet, die beiden hier. So sieht das dann aus. Wir können es dann noch malen. Die müssen bei 11, 0 sein und bei 7, minus 8. Mal sehen, ob wir darauf kommen. Wie kommen wir da drauf? Okay, also wenn wir das jetzt ganz formal machen. Schnittpunkte heißt, die haben gleiche Lösung an der gleichen Stelle, deswegen können wir die beiden gleichsetzen. Bringt uns so nichts. Also, ausmultiplizieren. X² minus 11x minus 5x plus 55. Hey, nicht mal bewegen. Sitz! Ist gleich 2x minus 22. Wie kommen wir jetzt weiter? So, also, weg damit. Wir brauchen eine Form. Normalform ist gleich 0. Das ist das Ziel. Also, minus 2x plus 22 ist der nächste Schritt. Hier fassen wir mal zusammen. Das ergibt x². 11x und 5x zusammen sind minus 16x. Minus weitere 2x ist minus 18x. Und 55 plus 22 ist 77. Habe ich das richtig gerechnet? Ja, ich glaube schon. Minus 11, 16, 17, ja. So, und jetzt, der Rest ist leicht. P ist gleich minus 18, Q ist gleich 77 und dann die PQ-Formel. Na, und dann haben wir es. Ich schließe das Video an der Stelle ab. Ist zu blöd, ist zu leicht hier.